Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein neues Video anschaust. Ich bin hier noch an der Nordseeküste im Schnee. Es hat ja geschneit bei uns hier in Cuxhaven und da habe ich die Gelegenheit genutzt und bin hier an den Deich in der Grimmershörner Bucht gegangen. Habe auch schon einige Aufnahmen mit der X2 gemacht und mit der Mavic R2, die habe ich auch fliegen lassen. Ja, und jetzt habe ich hier wieder die Pocket 2 am Start auf dem mobilen Gimbal von Scotty McStuff aus Australien. Und jetzt werde ich mal versuchen, einige möglichst ruhigere Aufnahmen hier hinzubekommen, oben auf dem Deich. Dazu möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder anschaut. Und falls es dir gefällt, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Ja. Und kannst auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Bin ich auch immer dankbar für. Die Glocke drücken. Abonnieren. Du kennst das Spiel ja. Okay. Und dann schalte ich die Sicht jetzt mal wieder nach vorne um. Ja. Und Fokus habe ich jetzt auch eingestellt. Der dürfte ganz gut laufen. Ja, und dann gehen wir jetzt hier mal ein schönes Stück oben auf dem Deich lang, um die Qualität des Gimbals zu testen. Und ich hoffe, dass das nicht so verwackelt dann alles ist. Die Hero 9 läuft auch wieder mit. Die liefert mir auch den Ton. Wobei man sicherlich auch den Ton von der Pocket 2 jetzt ganz gut gebrauchen könnte. Gehe ich mal von aus. Jo. Ich habe auf der Pocket 2 einen ND32 Filter wegen dem Schnee und der Sonne. Mal schauen, dass das Bild dadurch nicht zu dunkel wird. Die Sonne geht schon langsam wieder ein bisschen weg hier. Und die Hand wechseln. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, dieses Setup. Aber ein bisschen wiegt es dann doch schon. So, und dann werden wir jetzt mal noch mal ein paar Aufnahmen hier mit den Leuten oben auf dem Deich filmen. Viele fahren Schlitten mit ihren Kindern. Und das eignet sich natürlich sehr gut dafür. Das Wetter, bester Sonnenschein den ganzen Tag schon. Kein Wölkchen am Himmel, Schnee liegt, vielleicht bleibt auch ein bisschen was davon noch übrig. Die Temperaturen liegen so bei 4 Grad und mal gucken, vielleicht kommt da auch noch wieder noch ein bisschen was nach, dass noch ein bisschen was an weißem Kram runterkommt, dann würde sich das ja auch lohnen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da ich dann auch noch einen kleinen Ausflug wieder machen könnte, zum Beispiel an die Küste in der Altenbruch, wo ich ja auch mit dem Otter war und das Comparison-Video gedreht habe mit den Drohnen. Falls der Otter doch mal wieder eins der Videos von mir anschaut, dann fühle ich gegrüßt, lieber Otter. Ist das Tonke? Nein, das ist ja. Die Sonne ist noch schön zu sehen. Hier die Elbe, Schifffahrtsweg. Kugelbarke auf der Seite. Und natürlich jede Menge Betrieb. Ja, auf der Pocket 2 habe ich ja halt den ND-Filter. Ich habe es jetzt sogar auch geschafft, mir weitere ND-Filter für die Hero 9 zu bestellen, so dass ich dann da auch besseren Einfluss auf das Bild habe, auf die Qualität. Ich den jetzt mal abmache.
mit Filter, dann ist natürlich das Bild vielleicht etwas besser sogar. Mal schauen. Stecken wir den mal hier in die Jacke. Ich hoffe, ich vergesse den da nicht. Ja, Belichtung ist auf Automatik. Und mal schauen, wie das Bild dann so nachher wird. Wieder umschalten. Jo, das ist jetzt wie gesagt in der Automatik-Einstellung. Und ich muss bestimmt ein wenig üben, um diese Bewegung möglichst gut auszugleichen. Mal schauen, ob die Hero 9 das mal ein bisschen drauf bekommen kann. Hier seht ihr halt, wie dieses Gimbal arbeitet mit den Gegengewichten unter der Pocket 2 und diesem Arm mit der Feder da drin. Die kann man auch noch hier einstellen. Muss ich mal schauen, was da die besten Resultate bringt. Ein bisschen schade ist, dass ich den Do-It-All-Handle jetzt damit gar nicht benutzen kann, da ich nicht die entsprechenden Gegengewichte dafür habe. Und ich kann das natürlich ausprobieren mit den Gewichten, die ich jetzt zur Verfügung habe. Nur ob das dann im Endeffekt ausreichen wird, da bin ich mir nicht so sicher. Und deswegen versuche ich das erstmal so mit dem Kabel, was hier natürlich dann wieder rumbamselt. Könnt ihr hier sehen, für den Kontrollmonitor mein iPhone. Das habe ich dann mit angebracht. Jo. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon recht gut soweit. Bin ich schon ganz zufrieden mit. Ja, sicherlich ein interessantes Setup mit der Pocket 2 und diesem Gimbal. Etwas Ähnliches hatte ich ja früher schon mal mit meiner X5, auch von DJI, mit der RAW-Kamera. Da gab es ja auch diesen Z-Axis Stabilizer für. Und das war natürlich alles noch schwerer, noch etwas klobiger alles in der Handhabung. Aber die Bilder, die ich damit gemacht habe, gerade im Urlaub dann auf den Philippinen, die waren schon wirklich hervorragend auch. Das hat sehr viel Freude gemacht, damit zu filmen. Und dann bei einem Bootsausflug ist mir dann das Gimbal gebrochen. Das war sehr schade. Da konnte ich dann damit gar nicht mehr arbeiten mit der X5 auf dem Handheld-Gimbal dann. Ihr wisst ja auch, dass ich immer mal wieder ganz gerne die Gelegenheit nutze, um euch daran zu erinnern, dass ihr mir einen Daumen nach oben geben könnt und auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, kannst du das natürlich auch gerne tun. Und ganz wichtig dabei ist, auch die Glocke zu drücken, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video geladen habe. Ja, Kugelwaage. Mal schauen, dass wir die hier noch so ein bisschen mit drauf bekommen. Ich bin ja die Mavic Air 2 vorhin schon geflogen. Einige netten Aufnahmen gemacht. Nur ganz so weit raus habe ich mich dann doch auch nicht getraut. Alles schön weiß hier. Jetzt bei der nachmittäglichen Sonne auch richtig schön zu schauen. Ganz klasse. Hier der Schnee. Da
war sie noch richtig unberührt. Und auch nicht so häufig. Und auch ganz schön tief. Da ist doch einiges gefallen gestern. Spuren im Schnee. Die Aufnahme möglichst ruhig wird. So. Okay. Geht's hier den Weg runter?